seit jetzt die aktive und die amtierende Jugendkapelle der Winzerkapelle Kinheim hier Platz genommen. Es sind die letzten, würde ich sagen, drei Durchgänge. Wir fangen ja in der Regel alle zwei Jahre mit einer Jugendausbildung an, die jetzt hier sitzen. Die Jüngsten unter Ihnen haben im letzten Herbst, also nach den Sommerferien, erst begonnen. Und es freut uns natürlich, dass da immer wieder Jugendliche nachkommen, die hier das Musizieren erlernen möchten. Und was die in den letzten Monaten, Wochen und Jahren, was die Älteren betrifft, gelernt haben, möchten sie Ihnen nun zu Gehör bringen. Und da darf ich dann bitte um die notwendige Aufmerksamkeit bitten und wünsche Ihnen dabei nun viel Unterhaltung. Dankeschön. Thank you.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man so will, ist ja Jugendausbildung eigentlich das Wichtigste in einem Verein wie dem unseren. Denn nur wenn von unten junge Leute nachkommen, dann haben wir hier Chancen im ländlichen Bereich, diese starke Fluktuation, mit der man hier zu kämpfen hat, zu kompensieren und dass der Verein dann fortbestehen kann. Natürlich braucht man dafür aber auch Erwachsene, die Spaß daran haben, diese Zeit investieren zu können und den Kindern etwas beizubringen. Dafür darf ich mich bei unserem Ehrendirigenten Helmut Kaufmann ganz herzlich bedanken. Er macht dies bereits nun für unsere Kapelle seit 1961. Das heißt, er ist 55 Jahre jetzt hier im Amt als Dirigent der Jugendkapelle. Zwischendurch hat er weit über 40 Jahre auch die Stammkapelle dirigiert. Ich denke, das ist schon ein Sonderapplaus wert. Auch seinen beiden Söhnen, dem Olaf und dem Uwe, möchte ich ganz herzlich danken. Die unterstützen den Helmut bei dieser Arbeit. Und ich denke, eine Zugabe habt ihr mit Sicherheit noch für uns vorbereitet, oder? Gut. Dann darf ich uns dabei nun viel Vergnügen wünschen.